Bitte einfach in die Mitte. Ganz genau. Fühlt euch wohl. So, und dann würde ich sagen, starten wir doch einfach mal in diesen auch für uns ausgesprochen ungewöhnlichen Podcast letztens. Denn ein Podcast auf offener Bühne mit Publikum, ja, bedeutet, lieber Matthias, wir haben eine komplett versprecherfreie Zone heute. Du musst dir das zu Herzen nehmen, ne? Ich werde es mal probieren. Ja, also, hallo zusammen. Ja. Herzlich willkommen bei Tisch für drei, dem genussverliebten Podcast von Chefs Kulinar. Heute ist mal wirklich alles anders, denn wir sind beim Food Innovation Camp in Hamburg, wo sich die wirklich spannendsten Food Startups aus ganz Deutschland treffen. Und das bedeutet Weltpremiere. Unser erster Podcast mit Publikum. Und ich glaube, Matthias, die Idee kommt am Ende des Tages von dir, weil du hast vor einem Jahr gesehen, wie beim OMR seinerzeit Fiete Gastro live auf der Bühne performt wurden. Und dann hast du mich noch angehauen und gesagt, Mensch, Kinders, Ulf, das machen wir auch mal. Ja? Und ich dachte, wir sehen bei OMR, aber wir treffen uns noch viel, viel besser. Wir sind da, wo alle Menschen in die Halle kommen und nicht die Hälfte draußen stehen müssen, nämlich beim wunderbaren Food Innovation Camp. Lass mich ganz kurz. Der Impuls war der richtige, aber jetzt habe ich erfahren, dass Sebastian Merget und auch Tim Melzer gesagt haben, das machen sie nie wieder. Das habe ich auch gehört, ja. Deswegen ist vielleicht... Alles gut. Also, wir machen das Beste draus. Genau. Nein, und vor allem, wir haben ein Thema dabei, das uns alle bewegt. Liebe Frau Künast, How to Stop It Now, Ernährung, die krank macht. Und ich würde sagen, an der Stelle starten wir einfach mal ins Thema und vielleicht stellt der Matthias Sie nochmal einmal kurz vor, für alle, die jetzt den Lebenslauf nicht so ganz hundertprozentig à jour haben, oder? Ja, ich denke, Renate Künast kennt, glaube ich, jeder. Und dennoch ist es wichtig, mal so ein paar Daten aus ihrer Vita vielleicht auch vorzulesen. Bundestagsabgeordnete für die Grünen bis 2005, Landwirtschaftsministerin unter Gerhard Schröder. Früher einmal Vorsitzende ihrer Partei, wäre um ein Haar regierende Bürgermeisterin von Berlin geworden und ist Mitglied in der Deutschen Akademie für Fußballkultur, Ulf. Ich finde, über Fußball sollten wir heute nicht sprechen. Nein. Wir hatten Bayern gespielt? Genau deswegen sollten wir über Frau Fußball Künast heute kämpft, nicht sprechen. Frau Künast kämpft erfolgreich gegen Hasskommentare bei Facebook, ist heute Leiterin der Arbeitsgruppe Ernährung und Landwirtschaft und damit verantwortlich für ein Riesenthema, die Ernährungswende in Deutschland. Absolut. Und bevor wir aber darauf zu sprechen kommen, würde ich sagen, beginnen wir einfach mit unserer beliebten Schnellfragerunde, liebe Frau Künast, um Sie so ein bisschen kennenzulernen. Kurze Fragen, kurze Antworten. Natürlich nicht einfach mit dem Politiker. Ich glaube, es ist an. Na gut. Wir gucken mal. Hallo. Oder? Ja. 1, 2, 3. Passt. Super. Also kurze Fragen, kurze Antworten. Matthias, die erste Frage ist von dir. Erste Frage. Wie ernähren Sie sich? Vegetarisch, vegan oder flexitarisch? Flexitarisch. Und auf einer Skala von 1 bis 10, wie gesund ernähren Sie sich? It depends. Also es kommt auf den Tag an. Ja. Also wenn ich gerade das Stück Fleisch esse und 3 Gläser Wein trinke, ist es weniger gesund als an anderen Tagen. Das ist jetzt der Unterschied bei Wolfgang Kubicki. Der hätte gesagt, 3 Gläser Wein ist das Frühstück. Was darf in Ihrem Kühlschrank nie fehlen? Ein volles Gemüsefach von Gurke über Fenchel bis Radieschen und. Frühlingszwiebeln braucht der Mensch auch immer. Es darf nicht fehlen Hummus. Okay. Und kochen Sie gerne oder lassen Sie sich lieber bekochen? Ich koche gerne. Ich habe den Kampf mit meinem Mann, der eigentlich auch ganz gut kocht, im Wesentlichen gewonnen, dass ich kochen darf. Weil das ist der kreative Teil und nicht der des Aufräumens. Für mich daheim, wie gewinnt man den Kampf gegen seinen Lebenspartner, wer kochen darf? Ja, indem man so ein bisschen die Ellbogen anspitzt und sagt, ich brauche das jetzt, ich würde das gerne machen. Ne? Ich brauche jetzt eine kreative Phase nach Bundestag oder so. Und wenn du das 10-mal gesagt hast, klappt es irgendwann. Was kocht niemand so gut wie Sie? Königsberger Klopse. Ein Klassiker, wie schön. Ja, es gibt Leute, die sagen, ich will wieder eingeladen werden, es ist Winter. Ja, ich melde mich schon mal an. Also Königsberger Klopse, bin ich sofort dabei, unbedingt. Jetzt stellen wir uns mal vor, Sie kriegen Besuch. Richtig wichtige Leute, nicht so wie Matthias und ich. Was stellen Sie auf den Tisch, wenn Robert Habeck Ihr Gast wäre? Für Robert würde ich jetzt was Schönes mit Spargel machen. Ich habe so einen tollen Dämpftopf, also mit so einem Einsatz, ja. Und dann mache ich unten helle Sojasoße, ein bisschen Mirin rein, ein bisschen Miso. Da gibt es ein ganz tolles, kleines Unternehmen von so einem Deutsch-Japaner in Berlin, der das alles selber macht. Und dann kommt da Scheiben Ingwer rein, Zitronengras, Korianderstängel, weil der Rest da oben ist für die Deko. Und das gieße ich auch zwischendurch über so klein schräg geschnittenen Spargel und mache vorher ein bisschen Zitrone auf irgendeinen weißen Fisch. Kein Kabeljau ist zu intensiv. Dann habe ich unten und noch ein bisschen Chili, ja.
habe ich unten diesen Sud, habe auch Zitrone drüber gegossen, habe Spargel und so Fischstücke und das dämpfe ich 25 Minuten. Das ist der Hauptgang. Und was gäbe es für knackig Christian Lindner? Knackig kühlen Riesling, bitte. Und für Christian Lindner? Da wäre dann mehr Chili dabei, oder? Ach was. Der geht bestimmt ins Borchardt essen und isst Steak, einfach so. Ah, Steak, blutig. Ja, ich fürchte. Also bei der Robert Habeck Spargel-Variation wäre ich auf jeden Fall dabei. Also das klang schon mal ausgesprochen lecker. Jetzt machen wir die Probe aufs Exempel. Was bekäme Markus Söder? Kichererbsensalat. Okay. Soll ich das Rezept verraten? Ja. Also man nehme ein oder zwei Gläser, je nach Menge Kichererbsen, also die faule Variante, spült man ab, wärmt sie ein bisschen an, also müssen ein bisschen lauwarm sein, nimmt eine rote Zwiebel und schneidet sie so, also nicht in Ringe, sondern wie nennt man das, so längs, ja, so. Streifen. Ja, so in Streifen. Ja, und also hast du die Kichererbsen, das und kommt ein bisschen Zitrone, Olivenöl, ein bisschen Chili, also sowas wie Aleppo-Chili, nicht so ein ganz scharfer thailändischer, ja, so drauf. Und jetzt kannst du das erweitern, das ist die Basis, ja, kann man immer essen. Jetzt kannst du das erweitern um zum Beispiel ein, zwei kleingeschnittene Tomaten, dann hat so einen Tomaten-Kichererbsensalat oder kannst auch ein bisschen Feta drauf machen, so ungefähr. Passt auch der Koriander drauf, den ich gerade nicht verbraucht habe bei dem Spargeldämpfen. Ich stelle mir gerade vor, wie Markus Söder das dann so sieht und wie er denn da reagiert. Aber er reagiert wie immer. Er würde es wahrscheinlich Markus isst auf Instagram posten und das könnte dann die Welt sehen. Und dann wird er sagen, er hätte es freiwillig gegessen. Wahrscheinlich. Was muss ein Koch auftischen, damit sie sein Essen fotografieren und posten oder posten lassen? Eine besondere Mischung. Eine ganz besondere Mischung. Also meinetwegen Billy Wagner bei Nobelhart und Schmutzig in Berlin, würde ich sagen, ist es das wunderbare Sauerteigbrot mit so einer tollen Kruste. Und dann hat er einfach, der kann ein Stück Gemüse da hinlegen, das er irgendwie ein bisschen fermentiert hat und irgendeinen selbstgemachten Aufstrich und alles ist gut. Also das Pure und die Aromen, die... Also sozusagen aus unterschiedlichen Richtungen zueinander kommen. Also so ein Essen muss ja mindestens 2, 3 sehr unterschiedliche Aromen haben. Und wenn Sie jetzt essen gehen, dann lieber 8 Gänge beim Sternekoch, eher was Extrovertiertes, wie eben im Nobelhart und Schmutzig, oder was ganz klassisch Gutbürgerliches mit üppigen Portionen. Wo gehen Sie hin? Gutbürgerlich mit üppigen Portionen hält ja kein Mensch ausständig. Und da muss man dann auch dahin gehen, wo es gutbürgerlich und gut ist. Ja, so. Ja, ich habe da so einen Lieblingschinesen, der für seine Weißweine bekannt ist in Berlin, wo ich sehr regelmäßig hingehe und fast immer, also ich sag mal, aus 10 Gerichten immer dasselbe esse. Ja, also nicht alle 10 auf einmal, aber das ist sozusagen, ich brauche keine Karte und weiß auch schon, welche 1, 2 schönen kühlen Rieslinge ich dazu trinken will. Riesling zu chinesischem Essen ist bisher unterschätzt, sage ich mal gleich, oder auch zu thailändischem Essen. Ja, oder zu Leuten, die so regional, saisonal experimentieren und was entwickeln. Also hier ein Robert Stolz in Plön, ich bin oft in Ostholstein und kenne ihn ganz gut, der macht ja auch ständig was mit sehr saisonalen Sachen. Der holt sich in Plön für so ein bisschen grüne Soße drumherum aus der Plöner Schlossgärtnerei Giersch, frischen Giersch. Ja. Also ist das, was wo alle Gärtner denken, das esse ich nicht, ich hasse es, ja, weil es ja meinen Garten übernimmt. Aber er ist da, holt sich dies und jenes und macht dann Wermut selber mit Weinraute und Eberraute. Sowas liebe ich auch. Sehr saisonal und klassisches Handwerk. Also es ist die Hochform der Kulinarik. Und dann brauchst du nicht so ein hochdekoriertes Essen. Ja, das will ich gar nicht schlecht machen. Aber ich finde, dass das etwas, was pur ist, was seinen eigenen Geschmack hat, was nicht 10-fach verarbeitet ist und was 2, 3 verschiedene Geschmäcker zueinander bringt, das finde ich das Spannendste. Und haben Sie so einen spannenden Moment im Kopf von Ihrem letzten Gastroerlebnis der letzten Wochen, Tage, Monate, den Sie teilen? Wo war das? Was soll ich immer sagen, was ich am besten mag, sind so, hört sich ganz verrückt an, aber ein bisschen Nepal und Bangladesch, da war ich zu einer Delegationsreise im Februar, also als Bundestagsabgeordnete. Und da kannst du dann, ja, dann hast du das kulinarischen Effekt, dass du plötzlich
eine ganz alte, schlichte Sorte Brokkoli hast, wo du denkst, oh, das muss die Urpflanze sein, ja? Nicht so wie bei uns, dicker Stamm und so ein riesen Baum drüber, sondern richtig schmal. Und die werden ganz kurz angedünstet. Und dazu gibt es zum Beispiel als weitere Beilage leicht angedünstete Teeblätter. Wow. Nepalesischer Brokkoli mit Teeblättern. Auch nicht schlecht. So. Letzte Frage. Was ist für Sie, oder besser, wie definieren Sie Genuss? Ja, Genuss ist auf alle Fälle langsam und nicht laufend. Ich definiere einen Zustand des Sitzens, habe einen Tisch vor mir, habe einen Teller vor mir und dann habe ich die Zeit, die ich brauche, um etwas tatsächlich in aller Ruhe zu mir zu nehmen. Und Genuss ist eben das, was ich vorhin schon mal sagte, dieses auch durchaus ein ursprünglicher Geschmack. Also sage mal, etwas, was so wahnsinnig hochgezüchtet und Turbo ist, damit es schnell, also Turbo, damit es schnell wuchs, hat ganz oft außer Wasser nicht viel Geschmack. Ja. Und das zu haben, oder etwas sehr Ursprüngliches, du kannst ja, weiß nicht, zum Beispiel ein Sellerieknolle, kennt jemand Otto Lengi? Ach ja, der ein oder andere. Da gibt's, nö, hier nicht. Ja, hier nicht, keiner. Hier nicht. Also der hat zum Beispiel so eine Sellerieknolle, die man 2 Stunden im Backofen hat. Ja? Großartig. Ja. Ja, kennen Sie, ne? Wow. Ja. Und das ist Genuss. Die schmeckt anders, als man erwartet. Die wird so süß oder so. Ja? Wenn du die mit Olivenöl und gemörserten Koriandersamen oder so machst, das ist Genuss. Einfach dieses pure. Und oder wenn die Spargelzeit anfängt, du hast guten Spargel, der heute früh gestochen wurde. Ja? Da brauchst du ja nur einen Hauch Butter. Das ist Genuss. Genuss ist langsam. So, und das ist eigentlich genau das Thema, die Überleitung zu dem, worüber wir heute sprechen wollen, nämlich Ernährung, die krank macht und wie man diesen Trend stoppt. Weil ich glaube, dass wir diesen Trend stoppen müssen, ist uns allen klar. Aber vielleicht. Vielleicht mal mit einer Anamnese gestartet. Wie krank, liebe Frau Künast, ernähren wir uns denn wirklich? Man sagt ja, die OECD hat es mal gerechnet und die hat dann gesagt, dass jeder 7. Todesfall in Deutschland ernährungsbedingt ist. Mit AMS. Und zwar, also das unterschätzen wir immer, weil natürlich im Totenschein, wenn jemand einen Herzinfarkt hatte, Herz-Kreislauf-Probleme steht natürlich nicht, hat immer zu viel Chips und Erdnussflips und Pommes gegessen, sondern da steht Herzinfarkt. Tatsache ist aber, dass sozusagen die körperlichen Veränderungen und das massive Übergewicht und so das Ergebnis von falscher Ernährung sind. Und da kommen wir in Deutschland auf jeden 7. Todesfall mittlerweile. Und wenn ich ein paar andere Zahlen nennen darf, die AOK und andere haben mal gerechnet und sind drauf gekommen, dass wir im Augenblick an reinen Gesundheitskosten pro Jahr 35 Milliarden, nicht Millionen, 35 Milliarden Euro pro Jahr ausgeben. Und wenn du das volkswirtschaftlich mitdenkst, also die Krankheitszeit und ihre Auswirkungen auf den Betrieb oder so, dann kommst du auf 60 Milliarden Euro im Jahr. Also jenseits des individuellen Glücks oder der wirklich unglücklichen Situation, wenn du schon als 11-, 12-Jährige Diabetes kriegst und quasi ein Leben als chronisch Kranke führst, was ja nicht immer gut ausgehen muss, ne? Bei Diabetes, schon abgesehen davon haut es uns auch sozusagen mindestens die gesetzlichen Krankenkassen kaputt, wo ja alle sagen, das müsste besser sein. Und wir haben sozusagen 35 Milliarden Euro Kosten, die auf der anderen Seite korrespondieren mit wunderbaren zweistelligen Gewinnen, auch jetzt noch bei der Lebensmittelindustrie. Die will natürlich billige Rohstoffe, zum Beispiel Zucker. Und übersetzt bedeutet das, ist eine hohe Zahl, 35 Milliarden Investitionen beziehungsweise 7% oder wie? Jeder siebte. Wie übersetzen wir das? Wie ernähren wir uns? Ja, eigentlich müsste man sagen, nicht wir ernähren uns. Das Wort ernähren hat ja nähren drin. Also im Englischen sagst du ja auch Nutrition und so. Also eigentlich hat ja Ernährung was damit zu tun, als allererstes deinen Körper zu ernähren und die Funktionen zu erhalten. Ja? Da wir ja auch alle irgendwie aus der Tierwelt abstammen, wäre jetzt mal der erste Punkt, meinen Körper gesund zu halten, funktionsfähig zu halten. Dann kommt natürlich eine gewisse Kulinarik und Genuss dazu. Okay. Mittlerweile sind wir aber in 2 Fehlsituationen angelandet. Erstens ernähren wir uns nicht nach dem Kriterium, was ist für mich gute Ernährung, sondern was wird per Werbung auf dem Markt angeboten. Und da gibt es ja wenig Werbung für Brokkoli. Stimmt. Ja,
aber unheimlich viel Werbung für, weiß nicht, Fleisch, hochverarbeitetes Fleisch, alle möglichen Süßigkeiten, Pizza mit viel Salz, Fett, Zucker und. Also eigentlich ist das, was als sogenannte Ernährung uns angeboten wird, immer das, was haltbar ist und wo der größte Profit ist. Also diese ganzen Süßigkeiten, Frühstücksflocken und also die ganzen Snacks, diese Riegel und so weiter, die viel Zucker enthalten, das hat die größte Umdrehung. Das kannst du am besten lagern, weil du es nicht groß kühlen musst, weil es eine Mindesthaltbarkeit hat, ja, von zig Jahren. Also soll ein Lebensmittel sein, lebt aber nicht. Und danach ernähren wir uns, was da sozusagen auf uns zukommt. Und ja, der andere Punkt ist eben, dass es am Ende gar nicht mehr Ernährung ist, sondern nur noch wie so eine Freizeitbeschäftigung. Oder als würde man nicht in den Computer oder Fernseher gucken können, ohne dass man dabei isst. So, als sei das irgendwie so, man muss sitzen und braucht das noch. Es ist vollkommen in eine andere Richtung sich entwickelt. Nichts dagegen, das Stück Schokolade oder irgendwas zu genießen, aber mittlerweile denkt man doch, der Großteil des Essens hat beim Menschen teilweise gar nichts mehr mit Ernährung zu tun, sondern ist so eine Begleitbeschäftigung. Oder eben auch, der Zuckerspiegel sinkt, ich brauche neuen Zucker. Und diese Begleiterscheinung, diesen Impuls zu setzen, Sie sagen, der kommt über die Werbung, weil da viel dafür geworben wird. Wenn das ein Trend oder eine Tendenz ist, kann ich dann das vielleicht steuern, indem ich dann die Werbung reduziere? Das versuchen wir ja, oder wollen wir versuchen. Mal sehen, ob alle drei Koalitionspartner da mitmachen. Wir wollen ja regulieren die Werbung, die an Kinder, also bis 14-Jährige, adressiert ist. Und weil man weiß, dass Kinder ja Werbung und Geschichten und die Realität nicht auseinanderhalten können. Und deshalb wollen wir da, wo im Wesentlichen Kinder gucken und beeinflusst werden, bestimmte hochverarbeitete Lebensmittel, die viel Salz, Fett und Zucker enthalten, dann als Werbung nicht zulassen. Da muss man für was anderes werben. Und wie definiert man jetzt Sendungen für Kinder bis 14? Ich meine, das ist ja auch eine schwierige Geschichte. Heißt das dann im Nachmittagsprogramm keine Überraschungseier, keine, ich weiß nicht, Kinderschokolade und solche Dinge? Oder wie stellt man sich das vor? Also es geht nicht nur um Sendungen für Kinder, sondern wir sagen, so ist auch der erste Entwurf von Cem Özdemir, der als Landwirtschafts- und Ernährungsminister zuständig ist, er definiert auch Zeiten, die zu einem hohen Prozentsatz von Kindern geschaut werden. Also wenn Fußball-Weltmeisterschaft ist und du hast tagsüber Spiele, guckt die ganze Familie, dann hast du mindestens 20-30% Kinder, die da mitgucken. Da muss meiner Ansicht nach und nach diesem Entwurf muss das auch heißen, dass du darin keine an Kinder adressierte Werbung machen kannst für solche hochverarbeiteten Lebensmittel. Manche sagen ja, das sei zu kompliziert, es ist aber gar nicht kompliziert, weil man das relativ gut erstmal definieren kann und dann muss es auch, ja, muss es natürlich eine Aufsicht, behördliche Aufsicht geben, die einfach sagt, das und das sind die Zeiten oder die üblichen Sendungen oder du darfst nicht gegenüber Schulen mit den großen Flächen werben für bestimmte Lebensmittel, musst halt für was anderes werben, ja. Und ja, und man kriegt einfach, so macht es die Weltgesundheitsorganisation auch, den Hinweis, wie viel Zucker 100 Gramm enthalten dürfen. Wenn du zum Beispiel Frühstücksflocken machst, kannst du Tag und Nacht werben, wenn du einfach dafür sorgst, dass der Zuckergehalt in den Frühstücksflocken unter dem Wert der Weltgesundheitsorganisation ist. Okay. Und er ist ja zu hoch. Also aber manche haben ja den Daily Intake, den tagtäglichen Input an Zucker schon, wenn sie gefrühstückt haben, ja. Absolut. Und dennoch, wenn ich jetzt mal auf diese ganzen Ernährungsstatistiken schaue, dieses wirkliche Problem haben wir doch bei den 65- bis 74-Jährigen. Da sind doch letztes zwei Drittel, drei Viertel der Menschen deutlich zu dick, deutlich zu kräftig. Warum ist das gerade in dem Alter so? Hat das was damit zu tun, dass dann die Arbeit wegfällt, dass der Renteneintritt zu früh kommt? Frau Künast, was können wir da an der Stelle tun? Das mit dem Renteneintritt zu früh ist ja wieder eine ganz neue Debatte. Also, das würde ja volkswirtschaftlich gleich schon mal was bringen, nicht wahr? Aber das nur aus meiner merkantilistischen Sicht. Wir sind ja in der Handelskammer, da muss man ja solche Dinge auch mal deshalb bringen. Also der Punkt ist ja, dass es das logische Ende einer Verhaltensweise ist. Also wenn du in einer Gesellschaft aufwächst, wo du nicht einfach dich nur ernährst, sondern dir angewöhnt, ständig Süßigkeiten, Snacks und so in großen Mengen zu essen und sitzt, dann schlägt das allerspätestens
im höheren Alter zu. Warum? Weil der Mensch auch weniger Kalorien braucht. Ja? Also einmal ist es ja so, dass du als älterer Mensch am Ende fast über 60, ich glaube fast nur noch die Hälfte an Kalorien brauchst im Verhältnis zu einem 20-Jährigen oder 25-Jährigen, brauchst aber die gleiche Menge an Mineralstoffen, Vitaminen und so. Wenn du also immer weiter isst und die gleiche Menge Sport machst, wirst du einfach dick. Man muss sich schon im Alter dann überlegen, was man isst und wie man Kohlenhydrate, also auch Zucker oder so, reduziert. Und es ist natürlich, also das ist der eine Punkt. Und der andere ist, dass es das Ende einer lang tradierten Essens- und Lebensgewohnheit ist, die da kumuliert. Ja. Aber ich sag mal, ich finde den allerwichtigsten Punkt, dass wir uns heute auf die Kinder konzentrieren, weil da wird geprägt, da wird gerade in den ersten 1000 Lebenstagen eines Kindes wird sozusagen die Süßorientierung auch über Aktivierung von Teilen der DNA geprägt, wo du dann im späteren Leben schwerlich von runterkommst. Das ist ein Unterschied, ob du Gemüse isst als kleines Kind und Brei oder Getreidebrei, wo immer noch zu viel Zucker drin ist. Ja, das muss auch weg. Noch ein Streitpunkt. Ja? Muss man Verbraucher zu ihrem Glück zwingen? Und wenn ja, dann wie? Ich meine, das Ganze ist ja auch eine Art von Bevormundung. Also irgendjemand muss natürlich dann diese Werte festlegen. Wie viel Zucker darf rein, wie viel nicht und so weiter und so fort. Wer darf werben, wer nicht. Welche Pizza ist noch in Ordnung, welche nicht. Wie macht man das praktisch? Also einmal möchte ich mal freundlicherweise sagen, die Fragestellung ist falsch. Danke. Soll ich die Frage nochmal machen? Ja, vielleicht müssen wir mal eine andere. Ja, also wenn man immer so tut, ach, muss man immer mit Regulierung, muss man dies und jenes verbieten. Was haben wir denn heute? Heute haben wir doch keine Situation der Freiheit. Also manche, nicht Sie natürlich, ja, aber manche diskutieren dann immer so in der Öffentlichkeit, Sie werden etwas verbieten oder so. Und es ist immer so, jetzt wäre Freiheit und wenn wir das regulieren, ist Verbot. Nein, heute ist Unfreiheit. Heute ist der normale Weg, wenn du unterwegs bist, dass dir ständig Süßigkeiten und Snacks entgegenkommen. Alle, die in der Ernährungspyramide der Deutschen Gesellschaft für Ernährung oben stehen, alles keine Grundnahrungsmittel, nicht mal in der Mitte. Sie sagen uns hier, möchtest du noch Cerealien, Trockenfrüchte und Körner essen? Weil Körner ist ja so wichtig und Nüsse, ist ja auch. Nur sie bieten uns das als Riegel an mit Zucker. Zucker als großer Füllstoff, billig hergestellt, der sich wie Hüftgold um uns legt, der uns abhängig macht von Zucker, weil wir glauben, wir hätten Hunger. Dabei ist nur unser Zuckerspiegel nicht befriedigt. Und zwar haben wir uns den falsch antrainiert. Ja? So, was ist denn daran frei? Und dann wird der Zucker noch in Monokulturen gemacht irgendwo. Also hast du noch ein Klima- und Artenvielfaltsproblem oder Palmfett. Schönes, billiges Zeug, um diese Riegel auch festzuhalten. Also ist die Antwort auf die falsche Frage ja. Jetzt habe ich die Frage vergessen. Wir machen eine neue, Matthias, ganz, du. Ganz clever, ne? Ulf, ich mache einen Strich bei dir, ne? Das war, ist in Ordnung. Ja. Wer definiert, was gesund ist? Wer will das festlegen, was gesund ist? Also ich nicht, sondern zum Beispiel Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die Weltgesundheitsorganisation. Also die wissen, ja, und das gibt ja hunderte von Wissenschaftlerinnen, nicht zwei oder drei, die weltweit sagen, was ist sozusagen die Basisernährung für einen funktionierenden Körper. Ja? Und da wissen sie, wie viel Kohlenhydrate, wie viel Fett, wie viel Zucker du brauchst. Braucht der Mensch auch. Jetzt ist allerdings so, dass der Zucker schon in der Möhre oder im Apfel enthalten wäre. Oder was immer, wo immer die regional typische Ernährung auf diesem Globus ist. Und das können die danach berechnen. Oder sie können dir in Indien für Indien berechnen, dass wenn du einen guten Reis hast und eine traditionelle indische Ernährung, die mit vielen Gewürzen, die ja auch Gesundheitsstoffe enthalten, mit Blattspinat und diesem und jenem eine traditionelle Ernährungsweise ist, dass du dann deinen Bedarf hast. Und das ist sozusagen, eine gesunde Ernährung ist eine vollwertige, die deinen Bedarf erfüllt. Die anderen, weil wir immer das Wort gesund benutzen, also Schokolade oder Zimtsterne oder Zitronensorbet ist ja nicht ungesund. Aber sonst dürfte man sie ja nicht verkaufen, ja? Dann müsstest du die aus dem Verkehr ziehen. Aber sie sind nicht Basis einer gesunden, vollwertigen Ernährung, sondern sie sind immer etwas Zusätzliches, also ein zusätzlicher Genuss. Und das Problem ist ja, dass wir mittlerweile in Mengen Pizza haben und diese Frühstückscerealien und diese Riegel und alles,
oder diese ganzen Weißmehlprodukte, die dir als erstes auf Bahnhöfen entgegenkommen, das sind eigentlich alles Süßigkeiten und Snacks. Ja? Aber sie sind quasi zum Grundnahrungsmittel geworden. Aber eigentlich soll die Hälfte der Ernährung, und das wäre eine gesunde Ernährung, die Hälfte der Ernährung soll aus Gemüse und Obst, in der Reihenfolge, mehr Gemüse als Obst bestehen, von dem, was man quasi am Tag zu sich nimmt. Und ja, wenn Sie mal rumfragen würden und gucken, was junge Leute und andere so den Tag über essen und dann noch die Dinge, die man vergisst, weil man abends eine ganze Tüte Chips gegessen hat. Also ich habe eigentlich gar nichts gegessen heute, genau genommen. Dann merken sie, dass sich das Verhältnis verkehrt hat. Und zwar nicht, weil die Menschen das freiwillig entschieden haben, sondern weil eine Industrie sich globalisiert hat, sich billige Rohstoffe sucht, sich ausgedacht und überlegt hat, wie funktioniert der menschliche Körper und wie machst du Geschmäcker, damit man denkt, wow, das will ich wieder haben. Wie machst du den Körper, bringst du ihn in Zustand zu glauben, er hätte Hunger, dabei hat er nur ein Zuckerdefizit wegen falschem Zuckertraining. Sozusagen. Also Sie sagen, es ist schon festgelegt, was gesund ist. Über die Weltgesundheitsorganisation weiß man ganz genau, wie man sich gut zu ernähren hätte. Oder sogar, ich kann auch einen anderen nennen, weil manche immer sagen, Weltgesundheitsorganisation ist so, also in der Politik. Hochtrabend. Hä? So groß. So groß, nein, so auch weg. So. Ach, die sind so abgehobene Wissenschaftler, ja, aber Wissenschaft ist Wissenschaft. So. Auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, von der ja keiner gerade behauptet, die sei jetzt ein Ort der Revolution, ja, schreibt auch auf, was man braucht. Die kommt auch dazu, Hälfte am Tag Gemüse und Obst und dann kommt Vollkornbrot zum Beispiel. So. Wo geht es dann hin, gerade für Gastronomie, Hotelgruppen oder Hotelrestaurants, allgemeine Restaurants? Gibt es dann irgendwann eine Quote? Gibt es Verbote? Gibt es Listen? Für gesundes Essen? Nein, wo geht es hin? Nee, der Punkt ist ja nicht, was macht das Restaurant? Also für Restaurants würde ich sagen, da interessiert mich schon, habt ihr Bio, das würde ich gerne sehen, wie ist das Tier gehalten, das machen wir eine Tierhaltungskennzeichnung, Transparenz. Ja? Und es soll ja alles geben, es gibt ja auch im Laden alles. Aber die Frage, was fördern wir wie? Finanziell mit Informationskampagnen. Was gibt es im Kindergarten, in der Schule, im Betriebskantin, im Bundesministerium, im Kantin, im Bundestag und. Was kommt dir im Alltag entgegen? Was fördern wir auf Märkten? Wie strukturieren wir die ganzen die Kirmes, die Weihnachtsmärkte und alles? Da überall müssen wir uns doch anders ausrichten. Heißt Kindergarten und Schule wirklich die vollwertige Ernährung, sodass du nicht gezuckerte Milch noch förderst, was jahrzehntelang gemacht wurde, um quasi die Milchbauern zu unterstützen. Aber am Ende haben die das Geld gekriegt, die als Unternehmen, nicht die Bauern, sondern die Unternehmen, die danach kamen, die Kakao, Zucker und Erdbeeraroma reingetan haben. Die haben das meiste Geld verdient mit viel Zucker. Fehlentwicklung. Wenn wir die öffentliche Verpflegung verändern, und wie gesagt, Kindergärten, Schulen, die müssen sie auch schulen, weil wenn du zum Beispiel mehr vegane, vegetarische Sachen anbietest oder das Verhältnis Gemüse, Fleisch veränderst oder einfach weniger Süßigkeiten und Softdrinks anbietest, sondern zum Beispiel auch Wasser kostenlos oder so, ja, im Wasserspender, dann ist es am Ende sogar für den Kunden noch preiswerter und es gibt dir die Möglichkeit, sozusagen gesünder zu essen im Alltag, ohne dass du dich anstrengst und die Dinge kennenzulernen. Also das, was man vielleicht sonst nicht isst, gibt es dann da und du hast eine gewisse Praxis. Das ist die Idee. Und dann gehst du ins Restaurant und isst ein 500 Gramm Steak, wenn dir danach ist und du es überlebst. Das kann man auch nicht jeden Abend. Aber lass uns vielleicht einfach mal... Das weiß er. Ja, also manches weiß ich dann doch. Lass uns vielleicht mal bei diesem Thema der Schulen bleiben. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz interessanter Punkt. Würde ich auch einfach mit Blick auf die Zeit so ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Welche Rolle soll dieses Thema Ernährungswende bei Kindern spielen? Bringt es etwas, Ernährung zum Schulfach zu machen? Unbedingt. Ich finde, das gehört eigentlich dazu. Wir sollen ja, wie war das... nicht für die Schule, sondern fürs Leben lernen. Also muss man doch auch Wissen haben. Also man sollte kochen lernen, man sollte nicht nur die Kantine in der Schule gut haben, und zwar so, dass die Kinder es auch essen, sonst ist es ja ausgeschmissenes Geld. Das muss leider so. In der Praxis ja nicht immer so, ne? Genau, aber deshalb, nicht oft, ja. Auch deshalb muss man das schulen und unterstützen, wo es mittlerweile jetzt auch, also falls es noch eine Hamburger Schule gibt, die überlegt, ich glaube 30.000, 35.000 Euro gibt es aus dem Bundesministerium pro auch Schulkantine, die umstellen möchte und sich dazu Beratung sucht, weil du musst ja nochmal anders kochen, anders einkaufen und so weiter, das analysieren.
Jetzt habe ich die Frage wirklich vergessen, sowas Blödes. Wir sind einiges beantwortet, weil es ging um die Frage, ob es Ernährung als Fach ist. Ach so, als Fach, ja, ja, genau. Und wisst ihr, was ich toll finde? Du lernst im Unterricht, weiß ich, wie ein Auto funktioniert, wie der Ottomotor, also dieses Antiquariat da, ja, sozusagen funktioniert, genau. Ja. Aber wie lernst du, was dein Körper braucht, was das macht? Also zum Beispiel, was Ballaststoffe und der Darm, warum das von Bedeutung ist. Manche denken, oh, der Darm. Aber ich meine, das hat mit unserer Gesundheit eine Menge zu tun. Wäre auch nicht schlecht. Mehr als der Auswurf. Ja, genau andersrum. Und insofern wäre es ja nicht schlecht, das zu lernen und einfach einmal zu wissen. Kochen lernen ist ein Punkt. Und ich glaube, dass von Erdkunde bis Deutschunterricht oder Literatur Ernährung und Essen überall vorkommen kann, weil es gibt so wunderbare Bücher, also allein Babettes Fest, ja, wer das kennt, habe ich jetzt den Autor oder die Autorin vergessen, ein wahnsinnig schönes Buch, wo es eigentlich nur ums Essen und die Bewunderung von gutem Essen und seiner Zubereitung geht. Das gehört dazu, ja, das zu lernen und dabei auch zu lernen, dass Menschen was zusammen vorbereiten, sich schön anziehen, um sich gemeinsam zum Essen zu treffen. Zum Essen mit guter Ernährung, mit guten Lebensmitteln, ist das der Grund, warum Sie dann in Berlin jetzt eine Quote für Bio-Lebensmittel gerade in Schulmensen eingeführt haben? Ja, Berlin hat das schon vor einigen Jahren gemacht, andere Länder auch. Bremen hat sogar vorher angefangen. Ja. Und das hat mehrere Gründe. Also einmal weiß man ja, dass wir eigentlich bei allem, was wir im Alltag tun, was fürs Klima und für die Biodiversität tun sollen. Und im Bioproduktionsbereich wird keine Chemie eingesetzt, also weder als Düngung noch zur Pestizidbekämpfung. Und insofern hat das schon mal einen riesen Vorteil. Und da beides, Dünger und Pestizidbekämpfung, sehr energieintensiv hergestellt haben, sparst du sogar vorne noch CO2. Zweiter Punkt bei Kindern, Pestizide und diese chemischen Stoffe sind ja hormonwirksame Stoffe. Das ist so, als würden Sie einfach immer Hormone essen, obwohl Ihr Hausarzt das gar nicht empfohlen hat. Ja? Und da sagen wir auch für den Kinderkörper, deshalb Kindergärten und Schulen, ist das ja auch eine Gefährdung. Es gibt ja auch Leute, die darüber reden, was das alles auslöst, kennen wir aus der Glyphosat-Debatte. Und jetzt mal egal, ob das stimmt oder nicht, ich sage immer Vorsorgeprinzip. Ja? Wenn du viele wissenschaftliche Hinweise hast, dass es schädlich sein für den Körper, ist eigentlich Aufgabe der Politik, nicht den Menschen irgendwie nach dem Munde zu reden, sondern mehr Sicherheit zu schaffen. Und deshalb gibt es dann, ja, aus all diesen Gründen gibt es dann diesen Punkt, dass sie sagen, einen bestimmten Anteil an Bioprodukten auch in den Schulen. Kopenhagen ist bei Schulen, Altersheimen, Krankenhäusern, Kindergärten schon bei über 90%. Ich habe jetzt einen ganz verrückten Gedanken angenommen, Markus Söder, vorhin schon genannt, springt mit auf. Man sieht, Berlin funktioniert, Bremen funktioniert, mache ich das in Bayern auch. Wo soll die ganze Bioware herkommen? Für diesen Bedarf. Ja, das ist ja gerade der Punkt, dass wir damit auch einen weiteren Schritt an Umstellung machen und an Naturschutz und Klimaschutz. Wenn ein Caterer oder eine Köchin, ein Koch für eine einzelne Schule immer bei Bauern A Kartoffeln eingekauft hat, würden Sie jetzt sagen, ich möchte die Ausschreibung gewinnen? Auch in München, da gibt es auch einen Ernährungsrat, der sich kümmert. Das würde dann so sein, die Ausschreibung für die Schulen, Bundestag hat übrigens schreibt auch gerade neu aus für ab Januar 2024 mit mehr Bio, dann würde die Ausschreibung ja heißen, Sie müssen mir nachweisen als Caterer, dass Sie zum Beispiel mehr Bio, mehr Gemüse, mehr regional und saisonal, wo kommen die Sachen her? Also anders denken, nicht das Billigste von irgendwo her kaufen, eingeschweißt, wo du ja nicht kochst, sondern diese Plastikbeutel in ein Gerät stellst und die Uhr drehst und dann schneidest du das Ding auf. Also Kochwerkzeug heute ist die große Küchenschere. Ja? Jetzt kochen wir wieder und stellen sozusagen all die Dinge um und dann würdest du einen Vertrag machen, ich glaube, es war die Uni Osnabrück, wo ich es vor 15 Jahren das erste Mal erlebt habe, die haben auch umgestellt. Die haben dann mit den Kartoffelbauern im alten Vertrag gemacht und gesagt, wir wollen auf Bio umstellen und wir zahlen dir in den nächsten 2-3 Jahren für die konventionellen Kartoffeln einen etwas höheren Preis, wenn du jetzt anfängst, auf Bio umzustellen. Da kriegst du in ungefähr 2 Jahren die Zertifizierung und wir machen einen langfristigen Vertrag und so haben beide was. Ja? Der eine hat seinen langfristigen Vertrag und die anderen haben schon den Bauern mit so und so viel Hektar angebaut mit Kartoffeln. Also so läuft das. Es ist ja nicht so, dass du morgen Bio machen sollst, sondern
dass die Zeit für eine Umstellung hat. Dass es eine Zeit für die Umstellung gibt und für eine gewisse Systematik. Und sag mal, heute gibt es manchmal Bauern oder so, die klagen und sagen, ja, da kommt so viel aus Tschechien oder so. Dann kann ich ja nur sagen, Leute, ihr könnt hier nicht jahrelang kämpfen, Bio sei eine bekloppte Idee. Und wenn die Kunden Bio essen, beklagt ihr euch, dass die Tschechen nicht so doof waren. Ja, und das Produzieren. Also man kann ja nicht die Menschen jede Stunde am Tag bei der Hand nehmen. Man kann auch sehen, das weiß man doch theoretisch, oder? Wie schnell oder langsam es immer gehen mag. Aber es wird mehr Klimaschutz geben müssen. Spätestens, wenn es hier auch Hochwasser gibt. Ja? Stichwort Klimaschutz. Ich würde an der Stelle unsere Diskussion einfach gerne noch um einen zweiten Aspekt erweitern. Weil wenn wir über Ernährung reden, die krank macht, gibt es ja auch zwei Perspektiven. Es gibt die Auswirkungen auf den Menschen und es gibt die Auswirkungen auf den Planeten letztendlich. Und welche Rolle sollten planetare Grenzen für die Ausgestaltung der Ernährungswende spielen? Oder ist das sekundär? Was ist ja Ihre Einstellung? Wir sind ja schon froh, wenn wir uns alle gut ernähren und also sozusagen Ernährung insgesamt in der Art der Ausgestaltung im Alltag besser wird, also fürs Individuum gesünder, ist gut für die Personen, für die Krankenkassen, für die Volkswirtschaft, für alles. Aber wir müssen diese, sag ich mal, Planetary Health mit einbeziehen. Es gibt ja auch Leute, die benutzen das Wort One Health, also eine Gesundheit. Davon ausgehend, dass eines denklogisch nicht möglich ist, dass alle Menschen gesund sind, aber der Planet krank. Wenn der Planet krank ist, gibt es keine Artenvielfalt mehr, dann gibt es keine Bienen und sonstigen Bestäuber. Auch keine gesunden Menschen. Ja? Auch keine gesunden Menschen. Ja, dann gibt es Hitzewellen, die ersten fallen um, wenn es zu heiß ist, zu lange und. Also das gehört beides zusammen. Gesunde Menschen und ein gesunder Planet gehören irgendwie zusammen. Und deshalb müssen wir es mit einbeziehen. Das ist ja auch der Punkt mit der Debatte um tierische Erzeugnisse, ja, wo dann logischerweise mittlerweile dann immer gesagt wird, wir sollten weniger Fleisch essen, aus vielerlei Gründen. Also einmal, weil das Deutsche Krebsforschungszentrum zum Beispiel sagt, rotes Fleisch nur ganz selten. Wie gesagt, das Deutsche Krebsforschungszentrum, da ballt sich auch Wissenschaft, ja, und Erkenntnis und so. Aber es gilt eben auch fürs Fleisch. Ich will noch mal ein Beispiel nehmen. Wenn wir Futtersoja haben, verfüttern wir ungefähr 8 Kilogramm Futtersoja an ein Rind und raus kommt 1 Kilogramm tierisches Eiweiß. Wenn später Ausgrabungen kommen, weil irgendwelche Aliens von irgendwo herkommen, wenn wir schon ausgestorben sind und die finden das, denken die, jetzt wissen wir auch, warum diese hier ausgestorben sind, weil sie einfach zu doof waren. Wer macht aus 8 Kilo 1 Kilo? Was ist denn aus Ihrer Sicht eine planetenfreundliche Ernährung? Also Hardcore schaffe ich auch nicht, staune ich immer, ist das, was die Eat Lancet-Kommission rausgegeben hat. Da isst du, ich glaube, alle 2-3 Wochen ein Ei, ja, und irgendwie so ungefähr so dann auch mal ein Stück Huhn, Donnerschlag. Ist aber der Hammer, der da hängt, ja, und der uns klar sagt, wie es eigentlich angesichts der Menge an Menschen, die auf diesem Planeten ist, sein sollte. Und die Deutsche Gesellschaft für Ernährung ist da nicht so scharf, aber die sagen heute auch schon, dass eigentlich zum Beispiel die Ausstattung in einer Schule für Kinder so sein soll, dass ein Kind einmal die Woche Fleisch isst. In der Schule. Die essen natürlich zu Hause dann auch noch was, eine Wurst oder ein Fleisch. Also es ist ja nicht die ganze Ernährung der Woche. Aber im Prinzip sagen die, für ein Schulkind oder so, 10 Jahre alt, einmal die Woche Fleisch. Das waren jetzt zwei Sichtweisen von Institutionen, aber Ihre Sicht auf die planetenfreundliche? Ja, ich kann ja nur sagen, das muss irgendwo da liegen, weil ich kann das ja nicht selber rechnen, aber irgendwo da muss es liegen. Und dann weiß ich in meinem Kopf, dass Eat Lancet eher recht hat. Aber es ist schwierig, ist alle 14 weiß Jahre aber, dass ich mich persönlich eher nach DGE richte. Was aber auch schon eine Menge ist. Und was glauben Sie, wie kriegt man die Menschen dazu, dass die da mitmachen, dass sie sich reduzieren, dass sie weniger alle 14 Tage ein Ei, stelle ich mir schwierig vor. Ja, ne? Aber wie machen die Menschen mit? Ja, auf alle Fälle nicht, indem wir sie veräppeln, was ja heutzutage massiv stattfindet. Ja? Also deshalb habe ich den Freiheitsbegriff vorhin benutzt, indem man ihnen suggeriert, das, was heute ist, ist Freiheit. Das hat aber mit Freiheit nichts zu tun. Das ist allenfalls die Freiheit von 3 großen internationalen Lebensmittelkonzernen und ihren Aktieninhabern. Ja? Ich weiß nicht, ob die dann alle das Geld haben und in Norwegen im Norden noch leben dürfen, wo das Wetter dann
oder das Klima dann so ist wie heute bei uns oder so. Darauf läuft es ja hinaus. Ja. Also ist der eine Punkt, darüber einfach zu reden. Und der andere ist, also versuchen, die Wahrheit zu sagen und etwas zu beschreiben. Und auch, was aber angesichts des Netzes, der digitalen Welt, wo Leute ohne Ende was rausdonnern, ungeheuer schwierig ist, dagegen anzukommen, weil du kommst mit Fakten und die anderen kommen mit der Emotion. Weil wenn deine eigene Emotion ist, was, ich soll nicht einmal die Woche Fleisch essen, dann trifft dich die Emotion, was, sie wollte das verbieten und welche Erfindungen da sind, natürlich besonders hat. Aber der andere große Punkt ist Erfahrung. Das Angebot vor Ort muss verändert werden. Deshalb ist die Gemeinschaftsverpflegung so wichtig, weil du überhaupt das andere lernst zu genießen. Was du nicht kennst, könntest du auch als Anfeindung oder als uninteressant begreifen sonst. Also ein Überzeugen der Menschennetze, aber trotzdem auch nochmal konkreter. Wir hatten es ja vorhin auch davon, wir gehen durch den Bahnhof und wir haben ganz, ganz viele Weißmehlprodukte, ganz, ganz viele Riegel, ganz, ganz viele Nüsse, solche Sachen. Da nochmal ganz konkret nachgefragt. Braucht es auch sowas wie, ich weiß nicht, Hinweise, Warnhinweise auf den Verpackungen, so wie wir es von Zigaretten schon kennen, da gibt es ja dann alle möglichen unschönen Fotos drauf. Haben wir das künftig auf der Croissant-Tüte auch? Ich glaube, dass die erste Frage ist das Angebot. Und zwar, sag ich mal, wir dürfen ja ein Angebot verändern. Also wir können und dürfen ein gesünderes Angebot auf Bahnhöfen, in Schulen, auf Weihnachtsmärkten überall machen, auf der Kirmes. Das fängt damit an, dass ja, aber das darf ja der einzelne Gastronom machen. Der muss ja aber auch gucken, nee, wie viel kann ich verkaufen, das ist auch eine Vergabe. Also die DB ist ein Bundesunternehmen. Ich kann mit der DB darüber diskutieren und sagen, was bietet ihr eigentlich auf dem Food Court des Hamburger Bahnhofs an? Da gibt es mittlerweile ein paar gute Sachen, fällt mir auf so. Ja, ja. Der Inder, ich gehe zum Inder. So. Gehen Sie mal zu Vincent Vegan, auch super. Ja, gibt's auch so. Ja. Also das ist ja der Punkt. So wie die Bahn, wenn Sie jetzt in Speisewagen gehen im ICE, gibt es vegane und vegetarische Gerichte, die sogar das Angebot des Monats sind oder der Woche. Und lecker, sonst wird es ja keiner kaufen, genau. Also dieses Angebot zu verändern, so wie du auf Märkten, auf Kirmessen und so weiter sagst, hier kann es nicht nur Bratwurst und kandierte Äpfel geben, sondern hier muss es auch für andere Menschen was geben. Und das kannst du ja anfangen damit, dass du sagst, wenn jemand Rheuma hat, geht er trotzdem mit der Familie auf den Weihnachtsmarkt. Der muss ja auch was essen können. Ja? Und der kann eben nicht ständig Wurst essen, sondern braucht irgendwas Vegetarisches, weil da das vegetarische Essen sich ja erhöhen muss im Verhältnis zu jemandem. Aber trotzdem müssen wir Verbraucher... Das ist der erste Punkt. Der andere Punkt ist, sie mit einer Reduktionsstrategie Druck zu machen und zu sagen, ihr müsst die Rezepturen ändern, also wie bei WHO gesagt, runter mit dem Zucker, Salz und Fett, andere Rezepturen als Normalfall machen. Mein Traum wäre ja immer noch eine Zuckersteuer, weil die Zuckersteuer, um die Zuckersteuer zu vermeiden, würden sie die Rezepturen der verarbeiteten Lebensmittel verändern. Und so komme ich auf sozusagen mehrere Maßnahmen, mit denen man den Alltag verändert und kennenlernt, was gibt anderes noch, kennenlernt. Gibt es noch eine Chance für eine Zuckersteuer oder ist der Zug abgefahren? Es gibt ja 25 wieder Bundestagswahlen. Feel free. Da war der Journalist wieder, ne? Ja, man muss ja mal ein bisschen nachfragen. Wir haben ja die Kollegen vom NDR heute auch mit dabei, die wollen ja auch irgendwie eine Schlagzeile haben. Aber nicht nur, dass das Angebot für Zuckersteuer beim Food Innovation Camp. Ja, bin ich immer dafür gewesen. Aber das war ja, ich musste mal gerade sagen, dass wir befinden uns ja in einer Dreierbeziehung koalitionär und wie alle aus dem wirklichen Leben wissen, sind Dreierbeziehungen immer extrem schwer. Aber spannend. Ich habe da keine Erfahrung. Och, manchmal sind sie auch zu spannend. Aber wir müssen auch lernen, weniger zu konsumieren dann, oder? In der Logik? Naja, das Angebot in den Läden wird sich auch verändern. Das fängt übrigens damit an, dass man Food Waste reduziert. Also wir werfen ja, ich glaube, in Europa fast 150 Millionen Tonnen Lebensmittel weg. Das ist ungefähr genauso viel, wie wir importieren in die EU. Das ist ja auch alles, ja, verballerte Liebesmühe, Arbeit und CO2, das wieder verschwindet. Ist sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes der erste Punkt, den man dann angehen muss. Und der zweite ist, warum muss eigentlich im Laden alles bis zur letzten Minute verfügbar sein? Also das ist natürlich auch eine Einstellung, vielleicht mehr nicht zu sagen, ich kriege das ganze Jahr über Erdbeeren, Mangos und, sondern es gibt davon nur eine begrenzte Zahl und ich koche mal andersrum. Nicht, was will ich kochen, sondern ich gucke mal, ob die zwei Ideen, die ich habe zu dieser Jahreszeit und dem Angebot im Laden passen. Wir haben die Zahl mal vorbereitet. Es sind 153 Millionen Tonnen Food Waste, was in der EU jährlich weggeschmissen wird.
Ja. Wie reduziert man das? Wie kriegt man das in den Griff? Anderes Management. Erster Punkt, wir haben ja beim Food Waste haben wir immer diese Debatte mit den Containern. Ja? Es kommen Lebensmittel hinten in die Tonne rein und dann werden die bestraft, die weggeworfenen Lebensmittel aber noch rausholen. Also da sind wir immer dafür, dass wir diese Strafbarkeit da rauskriegen. Mindestens immer automatisch als erstes Schritt einstellen. Warum ist das so schwer, das zu erlauben? Wer ist da der Bremser? Weil die erste Stufe, nämlich für die Richtlinien in Strafsachen, die die Länder, Justizminister untereinander vereinbaren, wo sie immer sagen, wir stellen einfach immer ein, wenn es für einen Eigenverbrauch ist. Ja? Das wollen die nicht, haben sie neulich gerade wieder gesagt. Herr Buschmann, der Bundesjustizminister, tut sich schwer, diese Ebene des Diebstahls anders zu regeln. Leicht ist es auch nicht, ja? Weil du natürlich sagen musst, wenn du einen Hausfriedensbruch begehst, um an die Tonne zu kommen, kann man es jetzt irgendwie nicht straffrei stellen oder so. Also das sind ein paar Sachen. Dann gibt es aber noch die ganz andere Ebene, nämlich, dass wir die Läden befähigen müssen, anders zu managen. Und das ist jetzt im digitalen Zeitalter eigentlich gut, weil du digital ganz oft weißt, wann wird wie viel abverkauft. Also eigentlich kann der Laden wissen, ob die Leute samstags früh diese Einkäufe machen oder freitags nachmittags oder wie viel Gänse im Herbst bestellt werden oder wie viel Spargel gekauft wird. Und dann müssen sie hart an der Spur das Angebot haben. Und notfalls sagen sie, na, jetzt sind sie eine halbe Viertelstunde zu spät gekommen, weil 5 Minuten vor Ladenschluss ist jetzt eben kein Spargel mehr da oder keine Erdbeer mehr. Das hat dann auch Auswirkungen auf die Produktion am Anfang. Und übrigens hat das dann auch Auswirkungen darauf, dass uns nicht immer erzählt wird, wir müssen mehr Chemie einsetzen, um mehr zu produzieren, was am Ende weggeworfen wird. Kann es sein, dass uns die Franzosen da schon einen Schritt voraus sind? Weil wenn ich bei denen in den Supermarkt gehe, ist samstags ab 4 das Angebot extrem ausgesucht und abends samstags ab 8 ist im Grunde im frischen Bereich nichts mehr da. Und ich glaube, da gibt es eine Regelung dafür, dass die Supermärkte im Grunde bestraft werden, wenn sie zu viel wegschmeißen. Stimmt das? Ist eine Ordnungswidrigkeit. Die Supermärkte ab einer bestimmten Größe haben eine Angebotspflicht an sowas wie Tafeln und andere. Ja? Was bei uns aber mittlerweile auch viele machen. Also so viel wird ja im Laufe der Jahre gar nicht mehr weggeworfen, weil das ihre Betriebskosten sind und weil sie auch also sozusagen dann auch Geld sparen wollen. Und die Tafeln sagen auch, Leute, wir können gar nicht alles so verteilen, weil wir auch kaum noch Personal haben. Ja, also gar nicht so viele Leute, die sich engagieren. Aber daran sieht man, dass es ganz viele verschiedene Fakten oder Punkte gibt, die man verändern kann und muss. Von Paris oder von Frankreich nach Niederlande, da gibt es auch eine gewerbsmäßige Restaurantkette, Instock, die ausschließlich gerescuete Lebensmittel verwendet. Ist in Deutschland undenkbar, oder? Also MHD abgelaufene Lebensmittel oder die eben nicht mehr so adäquat aussahen, die dann quasi weiter zu verarbeiten. Bier zu brauen kennen wir hier auch, aber als Restaurantbetrieb wieder in Verkehr zu bringen, ist schwierig. Als Restaurantbetrieb? Genau. Nee, als Restaurantbetrieb stimmt, habe ich es noch nicht erlebt. Ich habe es als Lebensmittelladen, Surplus in Berlin, gibt es einige Läden, die das machen und da kannst du sozusagen guten Einzel-Einkauf machen. Manchmal haben sie aber auch so Riesenpakete irgendwie, die eigentlich für die Gastronomie machen. Waren die machen das und es gibt auch so ein gemeinnütziges Unternehmen, das schon noch in der Verarbeitung, also nicht nur im Lebensmittelhandel, aber in der Verarbeitung vorher die Sachen holt und sie schenken lässt und sie dann in großen Gebinden direkt wohin bringt. Zum Beispiel an SOS-Kinderdörfer und so weiter, da wo man tatsächlich eben nicht nur 1-2 Kilo, sondern gleich 20 Kilo oder so auch in der Lage ist, zu verarbeiten. Das finde ich eigentlich eine richtig gute Geschichte. Ja. Aber wäre da nicht ein Ansatz, weil das ist ja das Best-Before-Date, MHD. Da ist ja der Verbraucher konditioniert, bis 23. Mai ist es haltbar, morgen ist das schlecht. Der Kann MHD... Kann man das abschaffen eigentlich? Warum braucht es das? Also eigentlich braucht man das aus Lebensmittelsicherheitsgründen, weil du das... Insofern werden wir das... glaube ich, nicht wieder loskriegen, weil also bei Lebensmitteln kannst du ja immer mit Aflatoxinen, diesen und jenen Pilzen und so weiter, kannst du auch Gesundheitsgefahren haben. Und gerade je mehr Handel da ist, du machst das ja nicht alles alleine. Und der Punkt ist nur, dass das Mindesthaltbarkeitsdatum für meine Begriffe falsch berechnet ist, weil es ist im Wesentlichen von der Wirtschaft berechnet und die haben sich 150%ig abgesichert. Ja, da geht's um Haftungsfragen, klar. Ja, genau auch bei Joghurt oder so. Das weiß ja jeder, der irgendwie ein Glas Joghurt kauft und da steht dann, oh, das war vorgestern abgelaufen, das schmeckt aber wie vor einer Woche. Ja, so ist es ja auch nicht. Die sind ja sehr
Hygienisch mit Unterdruck. Stichwort und so. Lebende Lebensmittel. Lebende ja. Lebensmittel. So, trotzdem geht es hier noch. Und jetzt wird aber gerade vom, ich weiß mal, welches Institut es jetzt ist, vom Bundeslandwirtschaftsministerium, die überarbeiten diese Regeln auch und gucken sich das sozusagen nochmal genauer an, sodass das weiter nach hinten kommt. Manche sagen, du musst noch ein zweites Enddatum festlegen, aber ich halte nichts davon, zwei Daten drauf zu haben, sondern man muss sich schon mal überlegen, dass dieses jetzt nicht da ist. Aber ich sag mal, wir sind ja eigentlich bei Verstand. Ich werfe doch kein Glas Joghurt weg, weil da steht vor zwei Tagen abgelaufen, oder? Sie vielleicht nicht, viele Verbraucher vielleicht doch. Echt? Aber ja, ich glaube schon. Aber wir haben jetzt viel über politische Ziele diskutiert. Ich muss so ein bisschen den Bogen spannen. Sicherlich interessant, aber wie laufen diese Diskussionen denn eigentlich hinter den Kulissen? Dann nehmen wir uns da mal mit. Politische Willensbildungsprozesse backstage. Wie geht das? Schwierig. Also wie überzeugt man jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ein Gerhard Schröder, dass es eine Agrarwende braucht? Naja, das war ja damals noch relativ einfach, weil als ich Ministerin wurde 2001, war gerade BSE, also diese verrückte Kuhkrankheit da ausgebrochen, oder nicht ausgebrochen, war kurz vorher festgestellt. Der Rindfleischmarkt war zusammengebrochen, die Bauern haben wie immer wilde Forderungen gestellt. Und dann war klar, man muss das System verändern. Das ging ja noch einfacher. Also du brauchst den externen Impuls dann letzten Endes. Ja, manchmal, im Englischen sagt man doch, never miss a good crisis. Als ich das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, sehr verrückt, never miss a good crisis. Drückt aber aus, dass du in einer Krise, also eine Krise durchaus auch was Gutes hat, nämlich den Aspekt der Veränderung. Du musst einfach diesen Move nutzen, dann Sachen durchzusetzen von Kontrollen, Futtermittelrückstellen und so weiter oder Haftungsfragen. Ist das eine. Bei dem anderen, sage ich mal, ist es sehr schwer. Das ist die Debatte, die Sie jetzt und heutzutage auch bei Heizungen und so weiter haben. Ja? Also es wird sehr schnell eine Verbotsdebatte angeführt, wenn du sagst, also man soll weniger Fleisch essen. Was? Sie wollen uns unser Schnitzel verbieten und so. Also Sie kennen die Debatten ja alle, wo einfach sachfremde Argumente eingebracht werden und nicht mehr die Frage, wie wird meine Ernährung produziert, ist sie gut für mich, und hat sie einen Genusseffekt, ist sie gut für den Planeten und ist das Klima eigentlich so, dass in Deutschland in Zukunft noch Lebensmittel hergestellt werden oder kippt das System? Das ist schwer und ich sage Ihnen ganz ehrlich, das erlebe ich ja jetzt auch in der Koalition, das sind manchmal wirklich, brauchst du, geht es gar nicht ums Überzeugen, sondern da brauchst du einfach Nerven und wenn Sie sich nicht schmutzige sind, Deals. Frau Künast, wenn Sie sich da nicht schmutzige Deals, wie finden Sie da Kompromisse? Wie geht es um schmutziger Deal? Ja. Was musst du dem Lindner anbieten für einen schmutzigen Deal? Ich verhandle jetzt nicht mit Lindner, sondern auf einer anderen Ebene, aber der Punkt ist, dass du ja manchmal nicht alle Ziele durchsetzen kannst. Ich hätte meinetwegen bei der Tierhaltungskennzeichnung gleich mit da drin eine direkte Reduktion von Tieren hingekriegt, die ich auch für nötig halte. Und eigentlich haben wir auch vereinbart, die Anzahl der Tiere mit dem Klima in Einklang zu bringen. Aber bei dem Ding habe ich es nicht durchgekriegt. Da musst du die Nerven behalten und musst dir überlegen, was ist eigentlich wichtig und ist ein Strukturelement für die Zukunft. Und ich glaube, dass eine Haltungskennzeichnung, die später bei allem da sein wird, bei Schweinen, bei Hühnern, bei Rind, so in der Tiefkühlbolognese, wo auch immer, überall wirst du dann erkennen können, wie das Tier gehalten wurde. Und dann kann jede und jeder von uns eine Entscheidung treffen. Ja, so zum Beispiel, wenn Stall draufsteht, heißt das, dass das Tier nie Licht draußen gesehen hat. Ja, allenfalls als Ferkel, als es aus dem einen Stall auf den Lastwagen kam, um in den anderen Stall zu kommen und wieder raus. Das war das ganze Leben eines Schweins dann draußen an der frischen Luft. Das muss man wissen, danach kann man Entscheidungen treffen. Man muss dann also hier und da Abstriche machen, um überhaupt einen Schritt weiterzukommen. Ja. Und wenn man jetzt diese Diskussionen hat, wo es einfach, wo man stoppt, wo man nicht weiterkommt, kann man diese Bremser benennen? Kommen die aus den Reihen der Gelben, aus den Reihen der Roten? Ist das einfach eine Generationenfrage? Sind es eher die Alten, eher die Jungen? Wer ist da so der Aufhalter? Ich glaube, das wechselt themenbezogen. Bitte? Ich glaube, das wechselt themenbezogen. Je nachdem, welches Lager, welche Interessen dann vielleicht. Ich war noch nie im Bundestag, also nur als Besucher. Ja, vielleicht wechselt es themenbezogen, aber es ist auch so. Also im Augenblick ist es so, dass gesellschaftliche Erneuerungen leichter sind als zum Beispiel Dinge, die auch Wirtschaft in eine Situation bringen, ihre Produktionsweisen zu verändern. Ja? Und da, das kriegen Sie ja draußen mit, dass einige immer einen Freiheitsbegriff haben, der heißt, du darfst gar nichts regeln.
für meine Begriffe ist, hat das aber mit Freiheit überhaupt gar nichts zu tun. Zumindest nicht mit Freiheit für uns alle. Ja? Die die Freiheit des Einzelnen endet immer dort, wo sich die Freiheit des anderen tangiert, letzten Endes. Oder bin ich da falsch? Theoretisch richtig. Immerhin. Aber das kennt man doch aus den 60er, 70er Jahren, als man dann sagte, bei den Kraftwerken oder bei Fabrikschornsteinen soll oben, damit nicht so viele Schadstoffe rauskommen, auf den Schornstein ein Filter, war das doch auch Todeszeug. Ja? Da haben wir ewig dran gearbeitet, dann haben wir gesagt, doch, die müssen drauf, weil die sind da. Dann hat die Wirtschaft gesagt, das, was wirtschaftlich vertretbar ist, in irgendwelche Rechte reingeschrieben. Das heißt, wenn es die neueste Filteranlage gab, die noch zu teuer war, mussten sie den noch nicht einsetzen. Aber wir mussten den ersten Schritt nehmen aus, sag ich mal, gesundheitlichen Gründen. Es ist eigentlich bei allem, auch bei der Frage Schadstoffe, die hinten aus dem Auspuff rauskommen, ja, wie viel Schadstoff das darf aus der Neuwagenflotte reinkommen? Oder die Debatte, wie viel Chemie darf als Rückstand im Essen sein, weil wenn du Pestizide im Anbau ansetzt, hast du immer Rückstände davon in Aber wenn ich das jetzt, übersetze, um ja. es mal mit Markus Lanz zu sagen, jetzt mal übersetze, heißt das, die Bremser sind die Industrie? Nicht innerhalb der Koalition, nicht im Bundestag. Nein, große Teile, also durchaus beachtliche Teile der Industrie und auch der Verbände bremsen. Okay. Und Sie haben einen Hauptansprechpartner in der Koalition, der genauso egoistisch agiert. Ich glaube, das war das Maximum an Deutlichkeit, was wir da rausbekommen können. Ja, und das ist ziemlich schwierig jetzt von mir, von dem Thema des Bremsers. Dann machen wir einfach das nächste Thema. Schauen wir haben noch eine schöne Geschichte, glaube ich, noch mit der Kristallkugel. Lass ja, uns damit weitermachen. Das wollte ich gerade nämlich sagen. Wir müssen trotzdem mal, Sie bringen ja einiges an Erfahrungen auch schon mit und sind verantwortlich, oder Ihr Thema ist die Ernährungswende. Da würde ich gerne mal in die Kristallkugel mit Ihnen reinschauen. Wann wird Renate Künast den ersten Burger mit Insektenpatty essen? Muss ich das? Nee, das ist ja Kristall. Müssen ist ja die Frage, aber wir haben ja vorhin auch vom Geschäftsführer der Handelskammer auch gehört, Deklaration auf, wie hat er gesagt, Pasta von Barilla. Es werden immer mehr Proteine von anderen Tieren kommen. Vielleicht brauchen wir Insekten. Wie ist das eigentlich mit dem Haltungshinweis für Insekten? Ist das dann auch Stallhaltung? Wir waren jetzt gerade bei der Frage bei Frau Künast. Ich weiß. Ja, aber danke für die Anregung. Natürlich muss es dann das auch einbeziehen, wenn man die nicht frei fängt. Ist ja nicht nächste Woche, ist ja nicht nächstes Jahr. Das kann ja... Ja, kann sein. Also aus heutiger Sicht reduziere ich gerade meinen Konsum an tierischem Eiweiß. Und ich weiß, dass Menschen sich sowieso früher und überhaupt so ernährt haben. Insofern halte ich die ganze Aufregung dafür für absolut überzogen. Aber es ist jetzt irgendwie nicht mein Bedarf. Ich sage Ihnen nur, gucken Sie mal im Netz. Ich habe dann, da gibt es einen Ausschnitt aus einer Rede von mir im Bundestag. Da hat die AfD irgendwie, weil jetzt zum zweiten Mal wegen EU-Recht irgendwas Mehl aus irgendwelchen Insekten zugelassen wurde. Jetzt behaupten sie immer, ich würde propagieren, man müsste das essen. Das war gar nicht mein Punkt. Ich habe eigentlich nur reagiert in der Rede gegen die AfD, die so tat, als sei das das Schlimmste. Während ich dann sagte, ja, ich weiß gar nicht, was sie haben. Sie essen doch auch Tiere mit vier Beinen, die sie mit großen Augen angucken. Was ist denn daran besser? Das fanden sie jetzt überhaupt nicht lustig. Ja? Aber wir bleiben bei der Kristallkugel. Was ist von Präzisionsfermentation und von Fleisch aus dem Labor zu erwarten? Auch ein sehr ereignisreiches Thema, wo man viel Reaktionen für kriegt. Ich glaube, dass die Zukunft unserer Ernährung, was Proteine anbetrifft, drei Beine haben werden, die unterschiedlich groß oder stark sein werden. Der eine sind die ganzen pflanzlichen Proteine. Das andere ist eine sehr hochkarätige, gute Tierhaltung. Und das andere sind dann Fermentation, Zellkulturen, verarbeitete, also Zellkulturen, also richtig alternativen Proteine. Es wird alles eine Rolle spielen. Wobei ich glaube, das Letzteres nicht so groß sein wird, aber da gibt es ja auch eine Menge Fragen. Also nachdem man aus der Debatte des Kälberserums raus ist, ist man auf der sichereren Seite, logischerweise, weil du ethisch nicht dieses Problem hast, dass die Tür faktisch verschlossen hatte. Ja? Also weil die Art und Weise der Serumgewinnung und so weiter, wobei es jetzt die Debatte auch für Ponys oder Pferde gibt, Serum. Also damit wird man nicht weit kommen, ja, wenn das die Basis wäre. Zum Thema Ernährungswende, welche Rolle spielen als letzte Frage in der Kristallkugel solche Food-Startups, wie sie hier in der Handelskammer heute sich ausstellen? Ja, mit Food-Startup fängt das meiste an. Ja. Das
man einfach ein bisschen experimentiert und mal guckt und tolle neue Sachen entwickelt. Und zwar, ich sag mal, in jeder Richtung. Und muss man dann gucken, wer sich wie durchsetzt. Hat ja auch was mit Klima, mit Artenvielfalt zu tun, mit einer Kulinarik, ja. Ich meine, denken Sie allein an die Burger. Wer sozusagen so aufgewachsen ist, dass es Burger gibt und darauf Lust hat. Ich meine, deshalb sind ja auch die veganen Würste erfunden oder so. Man ist so sozialisiert. Und dann fängt es schon damit an, dass dir jemand was anbietet, was vielleicht an diese Idee oder diese Sozialisation andockt, aber eben auch gut schmeckt. Ja. Wie immer du das jetzt mischst. Ne? Mhm. Frau Künast, wir kommen so langsam auf die Schlussgerade und wir haben eine schöne Tradition am Tisch für drei, und zwar die Frage, die meine Lieblingsfrage sozusagen ist. Wenn Sie für 24 Stunden mit irgendeinem Menschen auf dieser Welt tauschen könnten und in dessen Namen schalten und walten dürften, was immer Sie machen, mit welchem Menschen würden Sie tauschen? Wir hatten schon Bundestrainer, wir hatten schon Astronauten dabei, wir hatten schon Politiker dabei. Mit wem würden Sie tauschen und was würden Sie verändern? Ach, dann suche ich mir einen großen Lebensmittelkonzern, sowas wie Nestlé aus, und mache mal einen Plan, welche Zweige auslaufen und welche neu gemacht werden. Ich mache daraus ein richtig tolles, modernes Unternehmen, das sagt, wir machen jetzt einen tollen kulinarischen neuen Teil, der viel pflanzlicher ist. Oh weia, die Aktien werden sofort nach oben schnell. Renate Künast als Nestlé-CEO. Ja, auch nicht schlecht. Schöner Gedanke. Und an der Stelle gilt der Dank an Sie, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie zu uns an den fehlenden Tisch gesetzt hatten und ins Gespräch gekommen sind. Ich glaube, wir haben ein bisschen was gelernt, Ulf. Ich habe Genuss ist langsam und sitzt. Ist langsam mit Doppel-S und sitzt und never miss a good crisis. Also da waren tatsächlich ein paar gute Ansätze dabei. Herzlichen Dank an Sie, herzlichen Dank an das Publikum und an die Hörer. Ich glaube, das war ganz inspirierend und genau der richtige Auftakt für das heutige Food Innovation Camp. Vielen Dank. Ich danke auch. Vielen Dank, Frau Künast.